Da hinten wächst ein bisschen. Oh, da wächst viel Flachs. Da müssen wir unbedingt mal schauen, wenn der Kampf hier vorbei ist. Jetzt stehen da halt zwei, gell? Na? Bleib hier, bleib hier, bleib hier! Rollo! Komm her! Schlag ich einen Schädel ab! Sehr schön! So, stack das mal ein bisschen, damit hier ein bisschen mehr Platz im Lager ist. Okay, es wird langsam dunkel, Freunde. Der gute Flachs hier, können wir ihn liegen lassen. Ich glaube, er ist verpackt. Aber er nicht. Er hat nichts dabei. Was willst du? Schlitz dir die Kehle auf. Auf dass du in Valhalla ankommen möchtest. Aber sie strotzen jetzt nicht vor Reichtum hier, gell? Das siehst du halt gar nichts mehr, Freunde. Gar nichts mehr siehst du. Aber unsere Hütte siehst du aus der Ferne, wie geil. Nichts. Nichts und nichts. Hä? Sind auf... Hä? Okay. Man muss nur oft genug drücken. Wenn ihr hartnäckig seid, findet ihr das, was ihr wollt. Geil. Ist sonst niemand mehr. Ich dachte, hier wären noch zwei gewesen. Dann hole ich mir auf jeden Fall den Flachs, der hinter ihrem Dorf wächst. Oh, geil. Oh, geil. Man kann in die Hütten rein. Oida. Ja, sieht das geil aus. Aber wir können den Großteil noch nicht mitnehmen. Das ist so bitter. Hier ist sogar Knoblauch. Oh mein Gott, ist das geil. Und Fett. Der Druh? Ich hab grad gedacht, wir gehen drauf. Ich war mir gerade irgendwie sicher, dass wir tot sind. Alter, sieht das geil aus. Oh mein Gott, das wird noch so nice, wenn wir das alles... Boah, das ist nasch, wenn wir das so einrichten können. Sheesh, mein Leben, freue ich mich da drauf. Jetzt holen wir uns den Flachs hier. Mach keine Flachsen, ne? Keine Flachs machen hier. Doch, keiner mehr? Sicher? Doch, natürlich. Ja, die bauen das Zeug hier ja an, oder? Das ist eine regelrechte Flachsplantage hier. Go, gib mir mal.
Ich weiß auf jeden Fall auch, dass da zwei Leute noch sind. Ziemlich sicher. Die Frage ist, lassen wir die in Ruhe? Ich glaube eher nicht. Halfdan Ragnarsson. Ich habe schon deine ganze Sippe getötet. Willst du wirklich als einziger übrig bleiben? Ich bezweifle es. Aber die große Ausbeute ist es nicht, gell? Die größte Ausbeute ist eigentlich, dass wir sehen, was so auf uns zukommt. In naher Zukunft. So, wen haben wir hier? Smirnette im Nossient. Im Nischend. Oh. Oh, shit. Okay, erstmals hat es uns unser Schwert zerlegt. Nice. Also, die haben jetzt auch ein gewisses... Eine Haltbarkeit. Finde ich aber gut. Finde ich echt gut. So, schauen wir mal, können wir das verteilen so, dass wir... Genau, dann nehmen wir noch die Waffe hier mit. Also die größte Ausbeute an dem Lager war eigentlich wirklich, dass wir jetzt ungefähr sehen können, was uns in Zukunft erwartet, so an Ausrüstung und allem. Das ist schon sehr cool, muss ich sagen. Ich weiß zwar nicht, ob es so gedacht war oder ob das jetzt eher Zufall war. Oder ob sie wirklich gesagt haben, ja komm, wir öffnen mal die Tore. Dann können die Leute auch mal sehen, auf was sie sich freuen dürfen. Apple. Wikinger haben doch sicher auch Apfelkuchen gebacken, oder? Na, hier können wir leider nicht rein, okay? Aber noch einen Haufen Flachs mitnehmen. Ich kann leider meinen Hals nicht knacken lassen, wenn ich den Helm aufhabe. Aber man muss immer geschützt sein, Freunde. Ihr dürft den Helm niemals runternehmen. Das ist zu gefährlich. Oh, das ist eine regelrechte Flachsplantage, Freunde. Und jetzt, wo ich weiß, dass man 5 Flachs braucht für so eine Bandage, bin ich da halt auch voll dabei. Und da ist ein Bär. Ja, safe gönnen wir uns den Bär, Freunde. Safe gönnen wir uns den. Ist die mal? So, crafte mal schnell... 3 Stück. Und let's go, dann holen wir uns den. Ich hätte vielleicht mal mit dem Bogen was probieren sollen. Vielleicht hätte ich es probieren sollen. Aber es pro... Was? Oh, der hittet uns wie Sau. Der hittet uns ja wie bescheuert. Komm, du kommst hier doch nicht durch. Kopfschuss? Juckt ihn nicht? Auf die Schnauze?
Nee, der kommt nicht an die Barrikaden vorbei. Na, Stinke. Macht halt keinen Schaden, gell? Na toll. Ja! 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 Nice, Animal Fat. Damit können wir, warte, damit können wir Brandpfeile machen. Ja, mach mal. Mach mal Brandpfeile. Die wollen wir schon auch mal auschecken. Ich wäre fast aufs Kabel gefahren. Die erste Stunde ist schon fast wieder vorbei, Freunde. Ja, ja, so schnell geht's. Danke, Bro. Ich glaube, das Spiel wird noch richtig geil. Jetzt fühle ich es auf einmal wieder, Freunde. Jetzt fühle ich es auf einmal wieder richtig. Das wird ein richtig... Also wird... Es ist ja noch Pre-Beta. Links oben, ihr seht's. Und da ich es immer einmal erwähne, kann man es auch gar nicht übersehen. Aber das wird noch ein richtiges Brett. Sie sollten sich bloß nicht zu viel Zeit lassen. Also... mit ihren Erweiterungen. Ich würde Ihnen schon dazu raten, ein gewisses Tempo beizubehalten, was die Erweiterungen angeht, weil dann doch, naja, wenn man ständig ewig warten muss, langweilen ist der falsche Begriff, aber man ist halt dann nicht mehr so da. Gut, andererseits kann ich mir auch vorstellen, dass viele sich gar nicht die Beta kaufen und sagen, hey, ich gebe mir das Ganze, wenn es ernst wird. Ich meine, dass ich mir das jetzt gerade so reindrücke in dem Ausmaß, ist natürlich auch eher was Außergewöhnliches. Aber ich habe das gesehen und ich hatte einfach Bock drauf. Ich müsste vielleicht auch mal wieder in Loki's Maze reinschauen. Oh, shit. Oh shit, okay. What the hell? Ich höre von überall Schreie und ich weiß nicht, was es ist. Der Fisch bringt keine Heilung, der Apfel bringt Heilung, okay. Häng fest. Schlecht. Besser. Machen halt keinen Schaden, die Dinger. Die machen halt absolut keinen Schaden. Haus. Das muss es sein. Ab ins Haus. Da
Das macht ja auch keinen Sinn. Das schadet ihm ja noch weniger. Wo muss ich denn hinschießen, damit er mal Damage bekommt? Direkt den Kopf? Ins Genick? Ich schieße jede Körperpartie von dem Biest an. Und das Vieh lacht mich aus. Ja, so kriege ich den in 100 Jahren nicht down. Wir sind fast tot. Ja, moin. Ja, moin. Nein. Ja. Ich will euch eins sagen, Freunde. Ihr habt ohne meine Erlaubnis mein Haus betreten, ne? Ohne meine Erlaubnis. Ah, stopp. Das ist Hausfriedensbruch, was ihr hier macht. Ganz, ganz übel. Ganz, ganz übel. Da verstehe ich überhaupt keinen Spaß. So, Repair Mode. Du spinnst ja! Shit, und wir verdursten fast. Wir müssen unbedingt was trinken gehen. Langsam geht die Sonne aus. Boah, langsam geht die Sonne auf im Garten. Was für ein wunderschöner Tag, um einen Bär zu schlagen. Alter Schwede, was eine Nacht. Blut überströmt, kehren wir zurück. An den Ort, an dem unsere Fische hoffentlich gefangen sind. Ja, aber so leicht, ne? So leicht lassen wir uns nicht mehr besiegen. So, die erste Stunde ist vorbei. Ich moderiere jetzt auch gar nicht ab. Ich zock einfach weiter die nächsten zwei Folgen. So, trinkt man. Aber wie gesagt, Ding wäre noch sehr, sehr praktisch. Eine Trinkflasche. Wir brauchen unbedingt Flachs. Jetzt glaube ich, haben wir 5, oder? Go for it, Junge. Du musst unbedingt deine Wunden heilen. Aber die Zweihand-Axt gefällt mir schon. Die ist schon delicious. Ist zwar gegen Bogenschützen schwierig, aber gefällt mir gut. Oh, nice. Wenn man sich über Äpfel freut. Wenn man so verletzt ist, dass man sich über Äpfel freut.
Fleisch rein. Und unsere Fischis rein. Go. Und währenddessen tun wir mal unser Inventar so ein bisschen sortieren. Da kommt das Gold rein. Wir sind ja mittlerweile übelst rich. Einfach unser Banner fast kaputt ist. Wie er drauf einprügelt. Wie man halt so einen Banner repariert, man kennt. Volle Lotte, volle Möhre drauf, komm.